Da Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, hier zu Call of Duty Black Ops Cold War. Das Spiel ist ja, beziehungsweise der Multiplayer-Modus von diesem Spiel ist ja dieses Wochenende für alle gratis verfügbar. Auf jeden Fall ultra nice. Wie auch schon letztes Jahr Modern Warfare oder darauf das oder davor das Jahr Black Ops 4. Der Warzone-Modus ist zwar verfügbar in Black Ops, aber man wird auf Modern Warfare weitergeleitet, weil der Warzone-Modus, den man in Black Ops gerade sieht, nichts anderes ist als der Warzone-Modus, den wir alle schon kennen, und kein neuer Warzone-Modus. In diesem Video gehe ich kurz über das Gameplay, was ist neu, soweit ich das sehen kann. Also klar, es gibt neue Maps und so weiter und so fort, aber auch was an dem eigentlichen Gameplay ein bisschen anders ist. Ich gebe meine Meinung dazu und vergleiche es auch noch ein bisschen zu Modern Warfare bzw. Warzone. Und während ich irgendwas sage, bitte auch im Gedächtnis behalten. Ich habe keine große Call of Duty Geschichte. Black Ops 4 war ja mein erstes richtiges Call of Duty beziehungsweise Warzone, denn Call of Duty Black Ops 4 habe ich ja auch nur ab und zu mal ein bisschen gezockt. Und Warzone ist das allererste Call of Duty, was ich wirklich, naja, nicht intensiv, aber halt ein bisschen mehr gezockt habe. Die ganzen Call of Duty davor, Black Ops 1, 2, Modern Warfare 1, 2 und so weiter und so fort, habe ich alle nie gezockt. Von daher, die, sagen wir mal, guten Zeiten von Call of Duty habe ich gar nicht so miterlebt. Von daher, wenn ich hier irgendwas sage, was einfach nur falsch ist, dann ignoriert es einfach bitte. Aber es ist einfach von meiner Perspektive, wie das Spiel ist. Here we go. Also, das ist das Spiel. So sieht's aus, wenn man reinkommt. Bei Loadout sieht man schon hier bei Created Class, ist ungefähr so wie auch schon bei Modern Warfare bzw. Warzone. Man kann hier seine Waffen auswählen bzw. die Klassen auswählen. Ich werde euch heute die XM4 zeigen, die MP5 zeigen und auch eine weitere Waffe, die nur so im Multiplayer-Modus verfügbar ist. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich klicke nochmal auf Quick Play, auf Find Match und here we go. Die waren in Miami. Okay, in Miami habe ich noch gar nicht gezockt. Also sprich, ist auch fürs Video eine neue Map. Es gibt ein paar neue Maps. Es gibt Miami, es gibt Moskau, es gibt, ich habe den Namen vergessen, es hat so eine Military Base, so am Flughafen. Ne? Und da gibt es noch eine Wüstenlocation. Ne? Und ich denke mal, die Wüstenlocation, die Miami-Location, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, dann googelt es einfach, ist ultra leicht zu finden. Die Maps an sich finde ich nicht so schlecht. Auf jeden Fall, ich finde sie auf jeden Fall besser als bei Modern Warfare. Aber das ist auch keine Glanzleistung. Also ich sage, wir starten mit der Krieg 6 bei Stealth Ops. Das ist die allererste Waffe, die hat man halt nicht in diesem normalen Custom Loadout Dingens im Game gesehen hat. Ich weiß auch, es gibt auch eine Sniper, es gibt eine Shotgun. Also ich habe die Shotgun gibt es meistens als Zweitwaffe. Es gibt noch eine LMG, die ich bisher noch nicht gezockt habe, mit der ich bisher noch nicht gezockt habe. Von daher gibt es auch in diesem Video nicht um diese LMG und auch nicht um diese Sniper gehen, sondern nur um die MP5 und um die beiden ARs. Ja. Also etwas, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Time to Kill in diesem Spiel im Vergleich zu Modern Warfare um einiges besser ist. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung von den ersten Call of Duty Spielen. Also sprich, ich weiß nicht, wie gut die Call. Sprich, ich weiß nicht, wie die Time to Kill dort war. Ich finde sie auf jeden Fall einiges besser als bei Modern Warfare. Zack, bam. Alter! Triple Kill. Vierfach Kill. Oh, Best Days von mir. Haha, sehr nice. Bam, sehr nice. Falls ihr jetzt zu diesem Thema oder irgendwelchen anderen Themen noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas diskutieren wollt, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Livestream ab. Ich streame fast jedes Wochenende auf Twitch, Link ist in der Videobeschreibung. Ist eine nice Zeit, wir schnacken da oft über verschiedene Themen, also wirklich, ist eine nice Zeit. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ja, das war jetzt aber ein paar sehr viele Shots von mir, gib hier zu. Nope, du kommst hier nicht vorbei. Alter, wie viel Kills habe ich gerade schon wieder? 2 seconds later. Zack.
Okay, nächste Runde wechsle ich mal Waffe, damit ihr was anderes sehen könnt. Ist aber nur gerade, ich habe jetzt gerade extrem viel Glück mit dieser Waffe, von da habe ich erstmal nicht gewechselt. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, die Waffe hier ist nicht schlecht. Aber, also die Waffe ist nicht schlecht, aber ich fand die, ich weiß nicht ganz genau, was der Name ist, aber ich fand die andere, die ich gerade eben benutzt habe, um einiges besser. So, zack. 2 seconds later. Zack, so, final kill, sehr nice. Okay, 1-1. Okay, ich würde sagen, nächste Runde mache ich nochmal mit der gleichen Waffe und danach ist ich mal so halbwegs durch die Runde, was ich dann auf die MP5. Here we go. Also der Aim ist mit diesem Ding okay. So, es ist echt nicht jetzt wahnsinnig gut, ne? Oh oh. Ich hab mich gerade fast erwischt. Kreativ, Jungs. Wirklich, kreativ. Okay, war jetzt kurze Zeit, aber dennoch würde ich sagen, gehe ich jetzt mal auf die MP5. Einmal, weil ich ja wirklich alles gezeigt habe. Bam. Endlich mal. So, du bist tot. Junge, Alter, was machen wir mit denen? 2 seconds later. Nice. Okay. 3-1, sehr schön. Okay, also, gut, MP5 Gameplay hat mir jetzt nicht so viel. Allerdings hoffe ich mal, dass euch dieses Gameplay einen, was heißt guten, einfach einen relativ okayen, sagen wir mal, Eindruck in das Spiel gegeben hat. Natürlich gibt es da auch so viele andere Seiten zu diesem Spiel, andere Modien, andere Maps, andere Waffen. Also, was ich hier gesehen habe, ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Beta. Also, ne, gibt einen Mind, das ist nur die Beta hier. Das komplette Spiel ist noch nicht offiziell draußen. Ne? Das kommt erst im November raus. Also ja, falls ihr das Gameplay heute nicht mochtet, aber ihr trotzdem das Spiel gerne ausprobieren wollt, probiert es nochmal aus. Das war ja nur ein kleiner Teil von einem kleinen Teil vom kompletten Spiel. So viel dazu. Also Leute, wenn euch dieses Video zu dem neuen Call of Duty Black Ops Spiel gefallen hat, lasst doch gerne wie immer noch da auch um da. Ich plane auch meinen nächsten, keine was, paar Wochen, sagen wir jetzt einfach mal, auch mal wieder Black Ops 4 zu zocken. Einfach mal, um diesen, sagen wir mal, diese Differenz zwischen dem neuen Black Ops und dem alten Black Ops zu sehen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mal der Black Ops 4 Gameplay sehen wollt. Einfach mal nur, um zu sehen, wie ist es eigentlich noch, wie gut bin ich in dem Spiel überhaupt. Ja. Leute, wir sehen uns im neuen Video wieder. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas diskutieren wollt zu diesem Thema oder zu irgendwelchen anderen Themen, dann checkt auf jeden Fall gerne meinen Livestream ab. Ich versuche jedes Wochenende zu streamen auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Ja, Leute, wir sehen uns im neuen Video wieder oder im neuen Livestream wieder oder auf Instagram oder wo auch immer wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.